Willkommen zu Change. Wir haben ja den ersten Part bereits gespielt für alle, die nicht wissen, was das für ein Game ist. Es ist ein Überleben der Obdachlosigkeit. Und zwar ein Game, das dem Ganzen sehr nahe kommt und eigentlich einmal zeigt, wie viele Probleme sich immer wieder auftun, wie viele Schwierigkeiten. Man muss immer glücklich sein. Natürlich geht die Glücklichkeit runter. Du wirst ständig überfallen. Wie hart das Leben eigentlich ist. Und da habe ich ganz viel Hilfe und Kommentare bekommen. Die werde ich gleich vorlesen. Erstmal sagt mein Live-Chat euch wieder Hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Wir fangen an mit dem ersten Kommentar. Und zwar ist der von Jamersalz. Also ich habe mir das Game nach dem Video jetzt selbst gekauft, weil ich eh gerade krank im Bett liege. Erstmal gute Besserung. Ich fand daran vor allem Schwierigkeiten, die Freude hochzuhalten. Ich habe beim zweiten Run dann geschafft, aus der Obdachlosigkeit zu entkommen. Ich habe bei dem zweiten Run dann das Gefühl gehabt, dass die Gitarre auf jeden Fall ein sauwichtiges Item ist, um mehr Geld zu machen als mit dem Betteln. Vor allem auch deshalb, weil es nicht illegal ist, anderen als das Betteln. Man kann dafür also nicht aus der Region gekickt werden. Das ist sehr gut. Es gibt dafür unter anderem noch ein anderes Item. Sieht aus wie ein lila Dreieck, also vielleicht ein Plektrum, das einen dabei unterstützt. Natürlich ist es nicht der beste Weg, aber meine Freude habe ich durch das Rauchen gut erhalten können. Und auch hiernach wird man süchtig und es kann gesundheitliche Folgen haben. Ich war dann immer morgens kurz essen und mich waschen. Dann in der Bibliothek und ich habe die Gitarre und dann habe ich mit der Gitarre gespielt. Sobald man Stammgast in einer Notunterkunft ist, kann man in dem dementsprechenden Areal ein Bankkonto eröffnen. Dort habe ich dann immer einen Großteil meiner Einnahmen eingezahlt, sodass ich für den nächsten Morgen immer nur noch 5 Dollar hatte. So habe ich das eine ganze Weile gemacht, bis meine Belesenheit auf 60 war, was relativ schnell geht, weil man tatsächlich auch mehrfach in der Bibliothek lernen kann. Man muss nur früh genug hingehen, da diese um 15 Uhr schließt. Anschließend habe ich mich auf mehrere Jobs beworben, 6 insgesamt. Als ich dann beim 6. Versuch einen bekommen habe, habe ich diesen regelmäßig verfolgt, wodurch sich meine Arbeitserfahrung stetig erhöht hat. Um das Geld abzuschließen, braucht man 150 Dollar und 100 Arbeitserfahrungen, die man bei einer Real Estate für einlösen kann, um ein neues Leben anzufangen. Als ich also genug angespart hatte und diese 100 Arbeitsmoralpunkte erreicht habe, konnte ich eines der Enden dann abschließen. Sobald man einen Job hat, ist es eigentlich recht einfach, das zu erreichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Erfolg auch schwer von der Map abhängig ist, da die Laufwege durchaus viel Zeit einnehmen. Krass. Hat man also eine Shelter, eine Bank, einen Store, eine Bib und eine Möglichkeit zum Waschen und Wäscherei, einen Arbeitgeber und eine Real Estate in der Nähe, ist man schon gut aufgestellt. So wie ich das in deinem Video wahrgenommen habe, hast du hier also eine gute Voraussetzung. Ich bin gespannt auf deinen Lösungsansatz. Ich habe Angst. Liebe Grüße. Ich danke dir für diesen fetten, krassen Kommentar. Der ist super hilfreich. Wir haben noch einen weiteren von Dark Shadow. Also, was ich als Tipp geben kann, dass du bei den Recyceln auf den Preis achtest, was sie dir pro Stück pro Müll anbieten. Manche zahlen 3 Cent und manche 7. Sehr, sehr nice. Dann habe ich noch von Streuni erfahren, dass die Ungeziefer richtig schlimm werden. Wir brauchen also einen hohen Ungezieferschutz. Und das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Deswegen sollten wir auch aufpassen, dass wir auch... Und wir werden überall, also abgezockt, auch in den Schlafräumen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir geben unser Bestes. Ich hoffe, ich survive. Und dann machen wir genau mal das. Wir sind jetzt hier im Winter, die Freude ist nicht so geil. Hier ist die Bibliothek. Lernen. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Und haben direkt schon wieder richtig viel. Neuer Vorteil. Arbeiten, fortbilden. Lernlevel nimmt stark zu. Du verlierst beim Lernen Freude. Oh. Niedrige Hygiene in der Bibliothek möglich. In Bibliothek finden öfter gute Ereignisse statt. Das hatte ich ja schon mal, da ist nichts Gutes passiert. Machen wir mal das mit der niedrigen Hygiene. Kann ich nochmal lernen? Ach, ich kann nochmal lernen. Oh, krass. Okay, jetzt nicht mehr so. Okay. Wir gehen jetzt mal duschen. So, meine Freunde. Oder soll ich mal in die Laundry? Ich brauche mal ein bisschen Cash. Oder kann ich jetzt auch... Habe ich noch meine Gitarre? Jemand meinte letztens, ich habe meine Gitarre noch. Ja, ich habe sie noch. Geil. Okay, klicke auf die Noten. Oh, es ist schön. Gib mir Geld. Gib mir Geld, bitte. Gib mir Geld. Es ist kalt und ich stinke. Oh yeah, Leute, wir kriegen Geld. Oh, in der Kälte. Gib mir Geld.
Gib mir Geld, bitte. Ich kann so schön spielen. Oh, ich werde jetzt besser, ne? Umso besser ich spiele, umso mehr Geld kriege ich wahrscheinlich. Oh ja, guck mal. Oh, mir ist kalt, meine Freude geht runter. Mir ist jetzt echt kalt, ne? Kann ich das mal beenden? Okay, leicht erhöhter Max-Multiplikator. Schwierigkeit der Straßenmusik erhöht durch mehr Bares. Notizen halten länger, bevor sie in den... Ja, ne, machen wir das. Ich gehe jetzt mal ganz schnell duschen. Und ich muss mich eh aufwärmen. Und Hunger habe ich nämlich auch langsam. So, gucken wir mal. Ich muss erstmal wieder reinkommen, so ein bisschen. Habe ich Hunger? Ich habe Hunger, ne? Was gibt's denn hier? Du erhältst zufällig Freude, Lern- oder Effektpunkte. Nee, ich brauche erstmal ein Sandwich. Kaufen. Brauche ich hier irgendwas zu essen? Sandwich. Look at this. I'm stuffed. So, oh, es ist eigentlich jetzt schon 16 Uhr, ne? Oh, oh. Aufwärmen. Ich brauche mich eigentlich gar nicht mehr aufwärmen, ne? Ich gehe jetzt stinkig. Oh, shit. Ich gehe jetzt ganz stinkig leider in meine Rückzugshalle. Hauptverkehrszeit. Ich will nicht krank werden. Bewerben. So, ich bewerbe mich jetzt. Okay, ich brauche vom Chat Hilfe, ne? Ihr seid alle da, meine Freunde. So, es geht jetzt erstmal Rest. Essensmarken kriege ich sehr gut. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Heute Abend ist viel los. Die Menschen wuseln herum und verstopfen auf der Suche nach einem Bett die engen Korridore, in denen die Farbe abblättert und schon die Mauersteine zu sehen sind. Als du vorbeigehst, sieht dich ein Mitarbeiter des Schutzraums mitleidig und gleichzeitig misstrauisch an. Du findest ein Bett, es riecht etwas modrig. Du siehst dich um und kannst es dem Personal nicht wirklich übel nehmen. Hier tummeln sich eine Menge seltsamer Leute. Aber wahrscheinlich siehst du jetzt genauso aus wie sie. Am nächsten Morgen haftet dir der modrige Geruch des Betts an dir. Okay, ich muss jetzt eh unbedingt duschen. Ich muss mal kurz in die Bibliothek, wenn ich darf. Buch ausleihen. Hygienelevel ist zu niedrig. Okay, ich stinke zu sehr. Sag's doch. So, ich muss mal ganz schnell mich waschen. Und dann kann ich lernen. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Waschen. So, let's go. Und dann nochmal passt es. Dann gehen wir in die Bibliothek. Da kann ich mich auch aufwärmen. Also machen wir es jetzt quasi so, dass wir das Level einfach mal hochpumpen, ganz viel Musik spielen, eine Bank eröffnen. Das wären jetzt so die nächsten Steps, die ich machen würde. Laundry kann ich mir nicht leisten. Ja, das machen wir jetzt als erstes. Ich gehe jetzt mal... So, wir gehen jetzt erstmal hier hin und lernen. Lernen. So, okay, das ist gut. Und dann würde ich hier einfach ein bisschen Musi spielen. Was eigentlich mit meiner Bewerbung? Muss ich da immer hingehen und fragen? Oder wisst ihr das? Kann ich das Game echt empfehlen? Ich finde es auch richtig toll. Mal gucken, wie sieht's aus. Verkaufte Straßen. Hier erfolgreiche Punkte. Der Bewerbung war nicht... Ah, ich habe es nicht gelesen. Verdammt, meine erforderliche Punkte 50. Habe ich doch. Regale einräumen und Kundschaft bedienen. Erfolgschance 0. Hm, hat nicht funktioniert schon wieder. Wo ist denn eigentlich eine Bank? Ich mache jetzt mal ein bisschen Musik. Ich habe Stimmung. Bisschen Musik und dann am nächsten Tag gucke ich mal, wo eine Bank ist, dass wir mal ein Konto eröffnen. Ich glaube, das kann ich jetzt schon machen. Und dann einfach lernen, 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 oder Leute? Was meint ihr? Oh yeah, ich kriege ein bisschen Geld. Das ist ganz schön wenig, was ich hier verdiene, ne? Ist eigentlich fast die Leute am Pumpen besser. Aber da muss man echt gucken, dass man das einfach upgradet. Und meine Hygiene geht voll runter beim Spielen. Ist nicht gut. Muss ich eigentlich schon... Eigentlich sollte ich echt in die Laundry, aber ich habe halt nicht genug Geld. Ich glaube, dass es echt mehr Sinn macht, die Leute zu fragen. Oh, shit. Okay, okay, ich battle hier nie wieder, versprochen. Oh, my life be like. Oh, oh, es hätte mich fast erwischt, ne? Das, wenn ich hier bitte, Kleingeld. Kleingeld. Ich hab's leider eilig. Keine Ausreden, gib mir Kleingeld. Oh, da kann ich was. Ah, da kann ich was graben. Oh yeah. So, jetzt gehen wir schnell in die Shelter. Rest. Heute gibt's Karten für mich, sehr gut. Ich muss duschen. So.
Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du bereitest hastig deinen Schlafplatz vor, bevor sich die Kälte der Nacht über dich legt. Ein paar Stunden später erwachst du plötzlich und siehst einen Mann auf dich zustolpern. Er fällt genau auf dich drauf. Er hat eine fürchterliche Fahne und scheint nicht zu bemerken, dass da unter ihm jemand liegt. Mühsam versucht es, sich hochzurappeln. Ich drück ihn weg. Wahrscheinlich gibt's jetzt voll aufs Maul. Also wirklich, was genug ist, ist genug. Du wälzt ihn mit aller Kraft von dir runter und er landet unbeholfen auf dem Boden. Aua, was soll die... Er blendet dich einen Moment lang an. Sure, mein Fehler. Und dann pennt er einfach weg, direkt da, wo er liegt. Du nimmst ihm das Eindringen deiner Intimsphäre immer noch übel. Oh je. Winter ist vorbei, endlich. So, Essensmarken erhalten. Straßenvorteil. Ungezieferphobie, Ungeziefer stibitzen nachts weniger essen. Freude nimmt nicht mehr ab. Die Kleidung, ich mache das mit Ungeziefer. Das wurde mir vorhin auch geraten, dass man das machen soll. Und ich würde ganz gerne einfach mal waschen. Ja, so. Und jetzt gehe ich direkt lernen. Essen habe ich ja eh genug. Was gibt es jetzt? Eine Gesundheitsspritze? So. Okay, ich kann nicht lernen. Bibliothek heute geschlossen. Oh Mann. Dann muss wohl die Musi her, ne? Und Bankkonto wollten wir eröffnen. Aber ich habe jetzt ja... Gut, gucken wir mal, wo ein Bankkonto ist. Der ist besser als ich. Ich hasse dich. Haben Sie Kleingeld? Kleingeld? Brauche Hilfe. Nee. Oh, Vorsicht. Ich habe nichts getan. Police. What's in a bank? I need a bank. Bank, bank, bank. Kann ich mich hier bewerben? Nee. Ich brauche eine Bank. People. People. Bank, Bank, Bank. Bitte? Bank, Bank. Verdammt. Wo hat sie eine Bank? Was, wie viel Cent geben die hier? Gar nicht so viel. Da muss ich auch drauf achten. Hier, Real Estate. Immobilie. Nee, das bringt mir noch nichts. Dafür brauche ich noch was. Shit, wo hat sie eine Bank? Ich kann noch nicht mehr Recycle-Müll tragen. Habt ihr eine Bank gesehen? Oder mache ich das auf? Muss jetzt fast wieder zurück, sonst wird es zu spät. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ne, muss zurück. Dann müssen wir in die andere Richtung gehen nachher. Oh man. Gotta be kidding. Ich gehe zurück, ihr habt recht. Aber ich werde jetzt noch meinen Müll los. Police, Police. Essen? Habe ich eigentlich noch was zu essen? Zwei Essensmarken. Vielleicht sollte ich mir kurz was kaufen. Ein Apfel und ein Ei, du. 27 Hungerpunkte. Ne, da gehe ich mal weiter. Vielleicht gibt es da bessere Sachen. Shelter brauche ich nicht. Da bin ich auch unerwünscht. Not that easy. Dann brauche ich jetzt aber auch nichts essen, weil hier kriege ich jetzt eh gleich was. So, was ist das? Kaufen? Reduziert negative Auswirkungen auf das Wetter. Rauchen? Volle Hygiene. Boah, die sagt, dass ich stinke oder was? Oh, das kaufe ich mir. So. Das esse ich jetzt. Man muss schon auch immer gucken, dass man isst, weil ansonsten wird man unhappy. Und das ist nicht gut. So, ich muss in meine Shelter zurück. Schnell! Und ich muss öfter Gitarre spielen, ne? Ja, ich spiele jetzt gleich mal viel Gitarre, aber ich will eine Bank finden. Weil wenn ich dann viel Geld habe und ausgeraubt werde, ist richtig kacke. Der Schutzraum ist ruhig heute Nacht. Es ist schockierend, wie viel Scheiße hier drin abgeht. Du siehst zu, wie Leute die Hände schütteln, um sich Zeug weiterreichen. Entweder fällt es beim Personal nicht auf oder sie haben einfach keine Lust auf Konfrontation. Also die tauschen halt Drugs aus. Du erwachst mitten in der Nacht wegen dem leuchtenden Blaulicht der Ambulanz. Oh, ist schon wieder jemand gestorben. Furchtbar. Du warst bei einer Vorsorgeuntersuchung und fühlst dich jetzt gesünder. Stadtereignis, Gelder für die Abfallversorgung. Die Stadt hat die Bereitstellung von Mitteln für die Abfallversorgung erhöht. Hey, wir gehen jetzt mal weiter. Ich gucke jetzt erstmal, wo ich eine Bank finde. Kann ich hier schon irgendwas machen? Bewerben. Und ich würde gern in eine Bibliothek. Aber wir nehmen jetzt mal die Zeit, um hier eventuell was zu finden, Leute. Duschen tue ich auch mal kurz.
Weil ab 50% muss ich wieder von vorne anfangen. Also muss ich wieder meine Wäsche waschen. Bank. Bank ist aber auch echt nicht oft hier, ne? Das ist echt bad. Bad, bad, Shelter. Wo hat's eine Bank? Bank. Ups, wollte ich gar nicht. Okay. Vielleicht einen kleinen Bankautomaten? Glaubst du? Okay, ich kann leider gerade nicht gucken, wie viel Prozent ich hier abgebe, weil ich gerade einfach nur den Müll loswerden will. Damit ich weiteren einsammeln kann. Also, wo hat's hier eine Bank? Ich habe keine einzige Bank gesehen, ihr? Vielleicht beim kleinen Bankautomaten. Wahrscheinlich sogar. Library. Ich lerne jetzt. So, und dann gehe ich jetzt zurück. Hier, aber das sind halt keine Bankautomaten. Das sind halt Münzen. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal zurück und jetzt schreit, wenn ihr einen Bankautomaten seht. Nein. Die kleinen Bankautomaten. Also das an der Ding, das sind keine Bankautomaten, das sind Telefonzellen. Shit, ich muss wieder zurück. Zeit vergeht zu schnell in dem Game. Oh, verfressen. Du bist im Park schneller. Die Gehgeschwindigkeit bei Regen ist erhöht. Nochmal den Hunger höher, dass wir nicht immer so schnell aushungern. Aber eigentlich ist der Verfressen schlecht, weil wir mehr Hunger haben, denke ich mir halt. Ist das meine Shelter? Nee. Ist nicht meine Shelter, oder? War das meine Shelter? Nee. Laundry. Ich weiß nicht, wo die Bankautomaten sind. Hier ist ein Foodautomarkt. Ein WC. Und ich muss schnell nach Hause. Hab noch nichts gegessen. Essen vergessen, verdammt. I had to go home. Schnell, fahrst. Gleich ist Sperrstunde. Nein, ich will dich nicht fragen. Lass mich. Lass mich. Ich will... Nein, 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 nein. Bemitleidenswert. Wenn du beim Betteln ein Item erhältst, gibt es vielleicht noch etwas dazu. Mein Bargeld beim Betteln während der Hauptverkehrszeit erhöht die Chance auf Freunde. Ja, Freund. Ich muss schnell in mein Zimmer. Oh Gott, schnell in meine Shelter. Oh, das war knapp. Rest. So. Das Schlimme ist, dass wirklich niemand sicher vor diesem Schicksal ist. Ja. Ich habe als letztes für eine Behörde gearbeitet. Meine Arbeit war gut. Die meisten Kollegen mochten mich. Einer hat mir etwas angehängt. Der Liebling vom Chef. Es hat nicht lange gedauert. Und sie haben mich zunächst in die hinterste Ecke isoliert und danach unter illegalen Umständen gekündigt. I hate it. Furchtbar. Es tut mir echt leid für dich. Mit Bus zur Bank. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du lebst du überhaupt noch? Gibt es noch Hoffnung? Es fühlt sich an, als würdest du jeden Tag gegen eine unsichtbare Kraft ankämpfen. Oh. Du warst bei einer Jobberatung. Bei deiner nächsten Bewerbung erhöht sich. Ich krieg auch einfach keinen Job, ne? So, ich lerne jetzt. Okay. Nochmal. So, jetzt müssen wir duschen. Und ich muss was essen. Duschen, essen und dann gucke ich am nächsten Tag, dass wir halt zu einer Bank fahren, sagen die Leute hier. Aber wie komme ich dann wieder zurück? Da muss ich mehr Geld haben, meine Station merken, ne? Hier. Präzise sammeln. Hygiene nimmt viel weniger stark ab, wenn du Müll aufwühlst. Wenn du Recyclingmüll aufwühlst, erhältst du im Wettel zwei Teile. Das finde ich gut. So, jetzt gehen wir erstmal hier was essen. So, und zwar nehmen wir das für die Essensmarken. Nice. Gebe ich nicht mal Geld aus. So, wunderbarst. Ein Sandwich for the day. Keeps no doctor away. So, wo ist denn hier eine Busstation, dass ich einfach mal für morgen abchecke, wo ich hin muss? Hier, Job, Schutzraum, Waschsalon, Bank. Busservice. Aber woher weiß ich, wo ich gerade bin? Ich will in eine neue Gegend fahren. Ich will ja auch wieder hier zurück. Das ist ja die Sache. Ich will ja hier auch wieder zurück, Leute. Nicht, dass ich dann nicht mehr nach Hause finde. Jetzt wird erstmal ein bisschen Gitarre gespielt hier. Let's go. Gib mir Geld. Du musst erst mehr Gitarre spielen und mehr Geld. Dann kannst du mit dem Bus fahren. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Gitarren-Action. Hören Sie diese wunderschönen Klänge, Leute.
Es ist, als würde ein Gott hier musizieren. Ave Maria, gib mir Geld bitte jetzt schnell. I want money and everything. Oh, jetzt gibt's richtig Cash hier. Ich gehe erst um 18 Uhr in die Shelter, ich spiel so lang noch. Ich bin ein bisschen fleißig, da kommen jetzt viele Leute, die Mitleid haben. Die muss man nicht ausnutzen, ne, die Hauptverkehrszeit eigentlich. Oh ja, es wird immer besser. Okay. Oh yeah. Straßenmusik zu machen wird einfacher. Stark erhöhter Max-Multiplikator, wenn du langsamer. Wenn du verdienst, langsamer. Notizen halten länger. Ich mach das. So, wir gehen schlafen. Rest. So. Ein weiterer Tag geht zur Neige. In manchen Nächten kannst du nicht anders. Du fühlst eine Riesenwut in dir aufsteigen. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Du warst in der Jobberatung. Ich sollte jetzt mich auch mal bewerben. Lernen. So. Ciao. Kakao. So, wir gehen jetzt nochmal zur Jobberatung. Und dann sammle ich mal Geld. Dann gucken wir, ob wir einen Bankaccount halt irgendwie aufmachen können. Das wäre schon echt fresh. Fresh. Duschen. So, immer schön sauber kommen. Hier, Real Estate. Oh, ne, das geht ja noch nicht. Police, Police. Laundry. Hä, wo ist denn das, wo ich mich immer beworben habe? Bin ich wieder viel zu weit gestapft. Verdammt. Bin ich wieder dran vorbeigedüst. Verdammt. Es ist immer so weit. Wo kann ich mich bewerben? Hier. So. Oh, meine Bewerbung war erfolgreich. Oder? Get a job. Wir haben einen Job. So, minimale Zunahme des Lernlevels ist höher. Die Bibliothek finden öfter gute Ereignisse statt. Mehr Erfolg mit Bewerben. Minimale Zunahme des Lernlevels ist höher. Ja, dann soll die höher gehen. Dieser Job ist zwar nicht gut bezahlt, aber hätten sie... Ja, Zeitung kaufen. Kaufe und verkaufe auf der Straße Zeitung. Ja, oder? Machen wir. Zeitung kaufen? Ich würde es annehmen. So. Zahle für jede Zeitung 50 Cent und verkaufe sie für 1,50. Ah, okay, ich verstehe. Okay, hey, wollen Sie Zeitung? Können Sie vielleicht... Oh, ich will aber nicht betteln. Ich will den Leuten noch nur Zeitung geben. Wie mache ich denn das jetzt? So, hier. Haben Sie vielleicht ein paar Münzen? Ja, nee, aber ich will denen doch Geld geben, als Zeitung geben. Wie mache ich denn das? So, Zeitung. Und jetzt kann ich die dir geben? Entschuldigen Sie, möchten Sie dir eine kaufen? Ah, okay, jetzt kann ich es denen andrehen. Hier gibt es Straßenzeitung. Straßenzeitung, hallo, Zeitung, Zeitung. Shit, ist voll schwer. Zeitung, möchten Sie Zeitung? Zeitung. Oh Gott, ich habe 6 Zeitungen und nichts verkauft. Ich muss mal nach Hause schon wieder. Im absoluten Sauseschritt. Wollen Sie Zeitung? Hier gibt's Zeitung. Oh Gott, ey. Zeitung, Zeitung. Die haben keinen Bock. Zeitung! Straßenzeitung! Zeitung! Ich nehme eine. Yes, wir haben eine verkauft. Hier, Straßenzeitung. Das hilft nicht. Oh, oh, ihr Schweine. Zeitung. Klar, einen schönen Tag Ihnen. Sehr schön. Ihnen die Zeitung. Sehr gut. Hier, Zeitung. Zeitung. Ich muss nach Hause. Es wird Abend. Oh, 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 die Hä. Oh nein, ich schaffe das nicht. Ich will nicht draußen schlafen. Ich will nicht draußen schlafen. I don't want to sleep. At home. Please. Please. Ja. Oh Gott, ganz knapp. Ich habe wieder Essen vergessen. Ja. Oh Gott, was?
Nein, die Schweine haben es zugemacht. Die Regierung hat es eher geschlossen. Ich hasse euch. Jetzt muss ich mir was zu essen kaufen. Jetzt werde ich ganz unglücklich. Shit. Oh Mann. Die Arschlöcher. Die machen es einem immer schwerer. Hate it. Dann gib mir die Kackchips. Die bringen halt fast gar nichts. Und das kaufe ich mir auch noch. So ein Frustbomber. Muss ich jetzt über Nacht hier Sachen verkaufen. So, jetzt Zeitung. 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 Puh, Schlafenszeit. Oh shit, ich schlafe jetzt. Oh nein. Oh oh, gefährlich. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du legst dich zum Schlafen hin und tastest die Schwielen ab, die sich seit kurzem auf deinen Fingerspitzen bilden. Sie fühlen sich rau an. Jeden Tag fühlt sich die Gitarre natürlicher in deinen Händen an. Du bist froh, dass du hier draußen die Musik für dich entdeckt hast. Oh, immerhin was Positives. Der Winter ist gekommen, um Gottes Willen. Oh. Geringe Freude wirkt sich weniger auf die Geschwindigkeit aus. Freude nimmt beim Schlafen zu. Solange du nicht bettelst, erhältst du jeden Tag Freude. Oh, das ist gut. So, erstmal was Schönes essen. Gib mir das. So, ich muss jetzt gleich mal die Bibliothek lernen. Sonst haben wir ein Problem. Guten Morgen, haben Sie Münzen übrig? Ich wollte ihm... Eigentlich wollte ich... Ah, ich habe gar keine Zeitung mehr. Ah, doch. Hä? Sind die Zeitungen jetzt weg? Habe ich die jetzt weggeschmissen? Hier, Zeitung kaufen. Ah, das ist irgendwie doof. Soll ich das nicht beenden oder soll ich das weitermachen? Ich bin unsicher, ob ich das so will. Dieser Job ist doof. Jetzt erstmal lernen. Lass mich. Laundry, Shelter. Wo ist die Bibliothek hier? Erstmal schön aufheizen und lernen. Yes. Und nochmal lernen. Yes. So. Wollen Sie Zeitung? Gut. Yes. Nimm sie. Wollen Sie Zeitung? Vermutlich immer nur Tageszeitung, okay. Zeitung. Straßenzeitung? Zeitung? Ich nehme die eine. Ja! Danke, Girl. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier was als Essen kaufen kann. Gibt's nicht mal was ohne Schal? Ah, gibt's nicht mal was Gescheites? Verdammt. Verdammt. Ich hab nicht so viel. Hat sie irgendwo bitte eine Dusche? Ich stinke. Sonst mache ich nochmal die Laundry. Obwohl, nee, ist doof. Polizei, brauche ich nichts. Recyceln, Dusche, Dusche, Bad. Nochmal Zeitung vielleicht ein paar holen. So, wir nehmen nochmal die Zeitung und gehe ich zurück. Boah, was ein Knochenjob hier, ey. Zeitung. Zeitung. Boah, das gibt mir voll die Bad Vibes, wenn die nichts kaufen. Das macht mich richtig unglücklich. Außerdem müsste ich mal duschen. Ich mache jetzt die Laundry, Leute. Das nimmt mir zu viel Happiness, wenn ich... Also wenn du ab 50 Happiness, wird es echt schwer. Hier, bitte Zeitung. 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 Ich mache jetzt mal morgen wieder ein bisschen Gitarren-Action. Du musst deinen Unterschlupf finden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab schon wieder verpasst, ich hab schon wieder verpasst, ich hab schon wieder... Shelter, nein, Shelter. Nein, Shelter, oh mein Gott. Nein, vergiss dich. Oh nein, es ist schon wieder zu, ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ich hätte eine Suppe bekommen. Oh mein Gott, jetzt werde ich sterben, glaube ich. Bitte nehmen Sie noch die Kackstraßenzeitung, bitte. Bitte, oh mein Gott. Oh, ich nehme eine, danke. Nehmen Sie bitte einfach die Zeitung. Sonst decke ich mich damit heute Nacht zu. Bitte. Bitte. Shit. Ich muss irgendwo... Irgendwo muss ich Unterschlupf finden. Ich habe keine mehr. Okay, ich habe keine Zeit. Oh nein, ich muss schlafen. Oh oh. Es ist schlecht, weil ich bin nass und mir ist einfach nur schlecht. Die Stadt hat die Sozialleistungen heruntergefahren, weshalb Schutzräume jetzt weniger effektiv sind. Oh, es ist kacke einfach nur, echt. Okay, erstmal essen. Gib mir einen Apple. Oh Gott, nur einen Apfel. Und dann direkt mal lernen.
Ich kann ja nicht nur Gitarre spielen, wenn es halt schönes Wetter ist. Ich muss jetzt mal ganz dringend irgendwo rein. Was geht hier? Das lasse ich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal in die Lounge, in die Bibliothek. Oh, nett. Fremden auf den Straßen. Du näherst dich ihnen am besten nicht an, nach dem, was du vorher angestellt hast. Fremden auf der Straße. Okay. Ist meine Shelter. Da muss ich unbedingt heute rein, sonst verliere ich den Platz. Du Penner. Oh, die Arschlöcher sind voll gemein zu mir. So, jetzt habe ich immerhin, bin ich schlauer als ihr. Lernen. So, ich bin so ein richtiger OP-Brain. Siehst ja voll fertig aus. Hab auch mehr gelernt als du im Leben, du Penner. So, okay, jetzt ganz schnell noch was essen. Und dann schnell in die Shelter, weil die macht jetzt gleich wieder zu. So, njam, njam, njam. Endlich mal voll. Oh ja, lecker. So, weiter geht's. Kommen auch immer mehr Leute hier, ne? Es betteln immer mehr Leute. So, ist das meine Shelter? War das meine Shelter hier? Nee, ne? Ich muss ja immer in die gleiche gehen, ist ja wichtig. War das meine Shelty? Oder war das hier meine Shelty? Ah, hier kann ich mich nochmal waschen. Ne, das war meine Shelty. Ich gehe jetzt zurück zu meiner Shelty. Shelty. Stress. Hass. Wut. Shelter. Ja, eine warme Suppe und schon geht's mir gut. Look at this. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du betrittst den Schutzraum und gehst leise zu einem Bett. Am nächsten Morgen hebst du deinen Rucksack hoch und siehst, dass du ihn auf einen weggeworfenen Rubbel losgestellt hattest. Du schiebst es zufrieden ein. Oh, süß. Sie haben Rubbel los. Der Winter ist vorbei. Yay! Du hast dich in der Suppenküche pappsatt gegessen und fühlst dich jetzt wieder sehr zufrieden. Sehr schön. So, erstmal gucken. Ich habe einen Rubbel los. Pff, ich habe nur $1 bekommen. Okay, aber immerhin. So. Stadt. Die Polizei rügt dich für das Wühlen im Müll. Es gibt weniger wohltätige Ereignisse. Anti-Obdachlosenbänke wurden installiert. Oh je. Hier. Ich habe quasi Dinger verkauft. Ich gehe nochmal in die Laundry. Kann ich nicht. Dann machen wir Music, Leute. Music. Mr. People. So, und die mache ich hier vor der Shelty. Ja, ja. Ja, so ist das Leben nun mal. Gott, Leute, ich weiß nicht, ob wir so gut... Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Aber wir müssen halt mal ein bisschen Geld sammeln. Ich glaube, jetzt probiere ich wirklich mal gut in der Gitarre zu skillen. Weil das Spiel wird halt auch immer schwerer. Also umso länger du rumpulerst, umso schwieriger wird's. Ich bin richtig satt. Schau mal, wie schön voll ich bin. Das heißt, man muss quasi echt gucken, dass man sich konzentriert und fokussiert. Weil, wie gesagt, es gibt schon keine Bänke mehr für uns und es wird eigentlich jedes Jahr nur schlimmer. Das heißt, Job haben wir jetzt eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, ob das ein richtiger Job ist oder ob man da was anderes kriegt. Vielleicht muss ich das auch... Könnt ihr mir sagen, ob ich das beenden muss mit der Zeitung, um dann im Prinzip mehr zu bekommen? Weil ich mich jetzt besser bewerben kann, weil ich habe mehr Punkte. Und wenn ich zu einer Bank fahre... Wie komme ich denn wieder in meine Gegend zurück? Weiß es jemand? Ich habe irgendwie Angst, das jetzt zu machen und dann sind wir komplett lost. So, Multiplikator höher. Ich warte auf die Hauptdingzeit, weil da kriege ich dann richtig viel. Ich stinke, aber ignorieren Sie das bitte. Oh, es wird immer mehr. Mittag. Es wird immer besser, mein Gespiele. Geh duschen. Nein! Ich gehe danach in die Laundry, dann passt es. Und dann sollte ich künftig gucken, dass ich regelmäßig schauer. Weil es ist schon ein bisschen doof. So, jetzt kommt gleich die Hauptzeit. Immer besser. Muss ich die eigentlich auch in der richtigen Reihenfolge klicken? Wahrscheinlich schon, ne? Yay, 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 yay. Kommt schon, gib mir Geld. Hauptverkehrszeit. Gib mir mehr Geld.
Ihr geizigen Säcke. So, ich muss jetzt in meine Shelter rein. Performing. Mit Straßenmusik fließt das Bargeld schneller. Oh yeah. Hungerlevel nimmt langsamer ab oder mehr Bares beim Spielen von Straßenmusik. Yo. Wehe, mir klaut jemand meine Ding. So, willkommen. Stadtsperre. Ach so. Schon Sperre. Verbringe die Nacht hier und erhalte... Wieso kriege ich... Ach, Rest. Aber das ist gar nicht meine... Schutzraum. Wohltätigkeitsverantwortung finden in den Tierheimen statt. Aber warum ist das gar nicht meine Shelter? Doch, ist doch, oder? Nee, ist gar nicht meine. Shit. Oh, schaffe ich es noch meine? Oh, ich bin so stupid. Stupid. War das nicht meine? Das war doch meine, oder? Nee. Doch, doch. Nein, nein, nein. Hier ist meine. Nein, wo ist meine? Hä, aber das war doch meine. Oh mein Gott, das ist doof. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt kann ich wieder draußen pennen. Oh Mann, ey. Wieso war denn jetzt meine Shelter nicht mehr für mich so? Wieso habe ich nichts mehr bekommen? Ich mache jetzt weiter Musik. Ist mir jetzt egal. Spiele ich jetzt halt noch. Und ich darf wieder von vorne anfangen. Das war deine. Aber ich habe keine Belohnung mehr bekommen. Warum? $0.20 ist ja ein Witz. So, jetzt gehen wir schlafen. Ein weiterer... Oh nein. Ein weiterer langer und harter Tag geht zu Ende. Dir steigt penetrant dein eigener Geruch in die Nase und er ist alles andere als angenehm. Du wünschst dir, dass du jeden Tag einen besseren Ort hättest, um dich zu waschen, aber so wie es momentan aussieht, ist es einfach schwierig. Du schämst dich und es kommt noch ein Gefühl hoch, dass es keinen Sinn mehr macht, den Schein aufrechtzuerhalten, dass es keinen Sinn mehr macht, überhaupt noch irgendetwas zu tun. Vielleicht wäre es das Einfachste, dich einfach hinfallen zu lassen. Was ist denn los mit mir? Bis zur ersten Mahlzeit des Tages nimmst du dein Hungerlevel weniger ab. Erhol dich schneller von der Sucht. Was war denn das? Ach so, das war, weil ich nicht gut gespielt habe. Um Gottes Willen, ich dachte schon, es geht das Drama richtig los. So, jetzt wollen wir erstmal das hier. Und ich bin wieder fresh. Fresh. Ich muss ein bisschen gucken, dass mein Happiness-Level ein bisschen höher ist. Ich bin nämlich gerade sehr unhappy. Und das ist Willi noch gut. Größere Chancen auf Job. Lernen nimmt stark zu. Die Geistesabwesenheit kann dein Lernlevel nicht unter 20 Sekunden senken. Jo. Mal lernen. Boah, ich kann ja richtig viel lernen. Boah, ich bin ein richtiger Pro. So, jetzt kann ich auch gleich in meine Shelter gehen jetzt. Rest. For the day. Es war nur meine Gitarrenmusik, die so doof war. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Oh nein. Am nächsten Morgen wirst du durch Unruhe geweckt. Die meisten anderen sind schon wach und unterhalten sich miteinander. Dir fällt ein leeres Bett auf, das mit blutroten Flecken übersät ist. Und als nächstes die Ambulanz draußen. Du stellst am besten keine Frage, aber auf dem Weg nach draußen hörst du ein Flüstern. Sie hat sich die Handgelenke aufgeschnitten. Armes Ding. Boah, ich bin nur sad. Ich habe mich in der Suppenkit... Ich habe mich pappsatt gegessen. Besserer Tauschhandel, andere Obdachlose akzeptieren dich eher. Keine Ausgangssperre für Schutzräume, falls du das gleiche Oh ja, bitte, keine Ausgangssperre, das ist richtig gut. Ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich so ein bisschen happier werde. Kann ich denn hier nicht irgendwie mal den Job beenden? Wirklich kündigen? Ja. Und ich würde gerne einen neuen haben wollen, bewerben, weil ich habe jetzt ja ein viel höheres Lernlevel. Heißt, theoretisch kriege ich doch jetzt auch eigentlich einen viel besseren Job. Oder nicht? So. Könnt mir auf jeden Fall auch gern sagen, was so die nächsten besten Steps sind, die ich jetzt mache. Ich will zum Beispiel auch ein bisschen glücklich sein. Gibt es denn nichts, was mich hier erhöht den Wert des Recyclingmülls? Sammle mehr Recyclingmüll. Ich hätte eigentlich irgendwas, was mich ein bisschen happier macht. Macht mich denn Musik nicht happy? Weil langsam wird es ein bisschen kritisch mit meiner Laune. Finde ich. So, ich mache jetzt hier Musik. Habt ihr da irgendeine Idee? Ich will doch nur glücklich sein.
Ja, 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 ja. Ja. Gibt ja ein paar Dinge, aber von denen würde ich abraten. Achso, ja, Alkohol und Rauchen, ne? Wurde mir schon gesagt. Aber kann ich nicht irgendwie auch ein Magazin oder sowas holen? Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Buch ausleihen macht mich das happy. Ich dachte auch, Musikspiel macht mich happy. Also ich habe jetzt keine Ausgangssperre mehr. Das heißt, ich kann lange spielen und viel Geld verdienen. Hunger habe ich auch nicht, aber meine Happiness macht mir Sorgen. Ich muss wieder happy werden. Weil wenn ich so unhappy bin, kann ich leider auch noch keinen Job mehr ausführen. Vergiss nicht das Bankkonto. Oh ja, wichtig. Den nächsten Tag mache ich das Bankkonto, hast recht, ja. Guter Punkt. Ich hoffe, ich werde jetzt die Nacht nicht ausgeraubt. Aber wie kann ich denn jetzt so zum Bus fahren und dann, wie komme ich dann wieder zurück? Weil ich weiß ja gar nicht, wie ich wieder nach Hause komme. Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne ja meine Gegend nicht. Muss ich da nachschauen, dass ich wieder in die richtige Gegend komme? Was ist denn für dich? Ja, mein Buchausweis und alles. Alles mühsam aufgesammelt hier. Boah, wir sind zweistellig, Leute. Wuhu! La, 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 la. So, ich geh jetzt gleich. Ich muss ein Unterschlupf finden, yes. Maximal stark erhöhter Multiplikator, du verdienst langsamer. Halte je, wie war der Bonus und musiziere auf der Straße. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. So, Rest. Freunde dich doch mal mit jemand an. Weiß nicht, mit wem. Als du so da liegst und versuchst, deinen Geist zu lernen, damit der Schlaf endlich kommen kann, kannst du nicht anders, als über die Leute nachzudenken, die an dir vorbeilaufen. Sie alle scheinen sich ihrem Leben so sicher zu sein, wissen scheinbar genau, wie die Tage und Wochen in ihrem Leben verlaufen werden. Sie haben nicht mitbekommen, wie schnell man fällt und im Strudel der Gesellschaft untergeht. Verschwommene Bilder tauchen von deinem inneren Auge auf, von einem Leben, in dem du genau sie warst wie sie. Oh, das hat mich irgendwie happy in mir. Die Stadt hat der Polizei ein größeres Budget zugestellt, weshalb in der Straße jetzt mehr Streife gefahren wird. Heißt wieder mehr Arschkarten für uns. So, erstmal lernen. Buch ausleihen, in der Hoffnung, dass es mich happy macht. Kann ich mit dem Buch irgendwas tun? Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Und jetzt gucke ich gleich mal, ob ich schnell duschen kann. Und dann gucke ich mal wegen Job. Deine Bewerbung war Erfolg. Niedrige Stats haben geringe Auswirkungen auf deine Chance, einen Job zu kriegen. Lernen dauert länger, aber du erhältst manchmal saftige Lernboni. Mehr Erfolg mit Bewerben. Zuversicht. In die Arbeit gehen. Oh, nice. Ich kann in die Arbeit gehen. Yay. Du hast Essen serviert und Sandwiches zubereitet. 30. Du bist nicht sehr sauber am Arbeitsplatz erschienen, weshalb sich manche Teammitglieder von dir distanzierten. Oh, okay. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt... Wir haben einen Job. Wir brauchen nur noch eine Bank, Leute. Dann geht das ganz easy hier. Shelter. Shelter. Ich würde gerne kurz... Ich gehe jetzt kurz resten. Dann gehe ich morgen schnell duschen. Jetzt muss ich halt so arbeiten, ne? Sonst kriege ich den Job nicht. Wie kann ich mir schnell ein Bankkonto machen? Okay, ich bin einfach nur happy, das ist gut. So, als allererstes, der Winter ist gekommen. Als allererstes, Laundry. So, Premium. So, okay, gut. Jetzt muss ich gucken. Ich muss jetzt, glaube ich, in die Arbeit, oder wie mache ich das jetzt? Arbeit gehen. Und dann gucke ich, dass ich mir... Nee, ich will in die Arbeit gehen. Du bist zu früh dran. Du kannst frühestens eine Stunde vor Schicht beginnen. Wann fängt meine Arbeit an? Woher weiß ich, wenn meine Arbeit startet? Habe ich einen Job? So, hier Job. Verkaufe Zeitung, habe ich ja schon längst aufgegeben. Woher weiß ich denn, wenn mein Job startet? Ah, das Buch muss ich zurückbringen, ne? Guter Punkt. Das mache ich schnell. Und dann muss ich halt echt schnell zur Bank, ne? Nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand ausraubt. Das wäre echt kacke. Verlassen.
Ich will jetzt eine Konto eröffnen. Aber woher weiß ich denn, meine Shelter ist Schutzraum? Ich sehe ja auch nirgendwo, wie meine Shelter irgendwie heißt, oder? Das ist ja auch total doof. So, kann ich jetzt zur Arbeit gehen? Ja. Oh je, ich bin so lange in der Arbeit. Jetzt habe ich eigentlich fast mein Geld zusammen, ne? Das Problem ist, darf ich einfach einen Tag blau machen, ohne dass es für mich problematisch ist, wenn ich das tue? Weiß das jemand? Ein weiterer Tag geht zur Neige. Ah, eine warme Nacht im Schutzraum. Heute ist kaum jemand da und du suchst dir das Bett in der Nähe der Heizung aus. Mitten in der Nacht erwachst du, weil sich zwei Männer streiten. Pass auf, du Arschloch. Du schuldest mir einen Zehner, meinst du? Du hättest ihn, also was ist jetzt? Er scheint ziemlich wütend zu sein. Willst du für den anderen einspringen und seine Schulden bezahlen? Ja, wir haben genug Geld, das mache ich. Du gehst rüber zu ihnen, bleibst aber eher auf Abstand. Man weiß ja nie. Hey, ich zahle seine Schulden. Der Mann, der geschrien hat, dreht sich langsam zu dir um. Verpiss dich. Das geht dich überhaupt nichts an. Als du genauer hinsiehst, fällt dir auf, dass der Schuldner überhaupt keinen einschüchternden Eindruck macht. Die zwei scheinen sogar befreundet zu sein. Oh. Okay, mir geht's trotzdem gut. Vorteil. Ich habe ein Herz. Ist gut. Ein Herz haben ist immer gut. So, ich würde jetzt... Ich hoffe, ich verliere meinen Job nicht, wenn ich jetzt kurz zu einer Bank fahre. Oder wir machen jetzt unser Geld voll. Aber wie komme ich hier zurück? Busservice. Wie komme ich hier zurück? Bank. Oh Gott, ich hoffe, ich komme wieder zurück. Unterwegs. Punkt, Punkt, Punkt. Bank. Konto eröffnen. Einzahlen, alles. So, machen wir gleich mal... Ja, machen wir es so. So. Einzahlen. So, verlassen. Wie komme ich jetzt zurück? Rasthof Schutzraum. Aber gehe ich auch wieder zu meinem Schutzraum? Muss auf Stammschutzraum. Habe ich den Stammschutzraum gehabt? Das ist nicht meine Shelter, ne? Doch, ist es. Doch, oder? Ist das mein Schutzraum? Ja, wir sind zurück. We're back. Cool, okay. Dann habe ich jetzt ein bisschen Angst, zu sehr Angst gehabt. Ich gehe ganz kurz mein Zeugstuff waschen und dann gehe ich zurück in meinen Job. Ab in meinen Job. In die Arbeit gehen. Okay, gut. Es ist ein ruhiger Tag und es sind kaum Leute da. Die Teamleitung sagt dir, dass du dir den Rest des Tages freinehmen sollst. Yay, dann kann ich ja noch in die Bank gehen, in die Bibliothek und ein bisschen lernen. Jetzt geht's bergauf, Leute. Yay! Und lernen. Yes, wir sind so ein richtiges Brain. Look at this. A real brain, my friends. Jetzt kaufe ich mir was richtig Gutes hier. Jetzt geh. Es wird gegönnt. So. Und Zelt. Aha, das kaufe ich mir jetzt. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie Spaß dran erfinde. Yay, es macht mich glücklich. Ja, Leute, das boomt ja richtig, du. So, dann gehen wir jetzt in unsere Shelter zurück. Und schlafen ganz gemütlich. Rest. Es gibt eine schöne Suppenküche heute. Och, nochmal gerettet, ne? Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du weißt nicht genau warum, aber irgendwie war der Tag heute besser als sonst. Weil wir unser Leben richtig auf die Kette kriegen. Der Winter ist vorbei. Das höre ich doch gern. Du hast dich in der Suppenküche satt gegessen. Geringeres Risiko, ausgeraubt zu werden, nehme ich. Definitiv. Da gibt es kein Wenn und Aber. So, jetzt gehen wir nochmal schnell arbeiten. Hä? Ah, ich bin zu früh. Dann kann ich ja nochmal mich vielleicht duschen. Schnell. Schnell duschen. Hier. Waschen. Bam. Look at this. Bam. So. Und dann kann ich ganz super gelaunt und gut in die Arbeit gehen, ey. Heieiei. Es hätte aber auch ganz schön... Und danach kriege ich mein Geld. Ich warte immer noch, bis ich in die Arbeit darf, weil ich so fleißig bin. Puh. Arbeit ist immer um 10. Echt? Ja, krass. Dann warte ich. Dann warte ich. Ich muss jetzt auch nicht mehr betteln. I got a job.
Yay, yay, yay. So. Können leider... Ach so, wir haben geschlossen. Also ist heute Sonntag. Ich kann heute nicht arbeiten, es ist zu. Es ist zu, Leute. Dann gehe ich mal zur Bank, würde ich sagen. Die Library hat auch zu, ja. Okay, ich habe auch Wochenende, cool. So, gehen wir mal zur Bank und bringen unser Geld dahin. Das ist eine dumme Busstation hier. War doch hier hinten, oder? So. Und dann kann ich doch eigentlich... Theoretically... Kann ich mir doch bald eine Wohnung kaufen, oder? So. Bank. Yay. Es ist eine wichtige... Was? Es ist Sonntag. Ach so, okay. So, dann tun wir das mal alles einzahlen. 30. Nicht alles. Nee, nee. So. Einzahlen. Nee. Ja, genau. Das passt. So. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Stammschutzraum. Der Bank ist der Stammshelter. Ja, nice. Puh, ey. Gut, dass ich mich das getraut habe. Sonst wären wir echt am Ende gewesen. Das heißt, wir musizieren einfach noch ein bisschen hier jetzt. Vor der Stammshelter. Vor der Stammshelter. Und ich kann auch noch voll viel Stuff abgeben. So. Yay, endlich habe ich einen Job. Und danach muss ich ja mir eine Wohnung suchen, ne? Bäm, bäm. Das ist ja ein Schnapper. Für die Vollversion von deinem Gitarrenspiel und der Musik, die ich auch mitsinge, auf jeden Fall. Das bringe ich raus. So, jetzt gehen wir gleich nochmal schlafen, Freunde. Gebt mir Geld, ihr Undankbaren. So, ab in die Shelter. Rest. Bitte doch. Ich hoffe, ich habe hier kein dramatisches Erlebnis. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du bereitest gerade dein Bett vor. Lass mich verdammt nochmal rein. Es ist saukalt. Das ist wieder der Text, wo wir jemanden nicht reinlassen, weil der zu viel rum. Aufgrund der schlechten Wirtschaft der Stadt sind die Ladenpreise gestiegen. Na super. That's a problem for me. Yes. Die Geistesabwesenheit kann dein Lernlevel nicht unter 20. Lernlevel nimmt mit Büchern und Zeitschriften stärker zu. Jobs bringen dir mehr Bargeld ein. Yes. So, jetzt gehen wir schnell unseren Job machen. Und dann hoffe ich, dass ich... Ich brauche wie viel Geld? 150 oder 100? Ich weiß es gar nicht mehr. Hunger passt auch. Offizielle Warnung, du bist nicht rechtzeitig zur Arbeit erschienen. Wenn das so weitergeht, wirst du gefeuert. Oh. What? What? Warum? Bin ich dran vorbeigelatscht? Oh, das ist aber hart. Bin ich dran vorbeigelatscht? Oh shit, ja, hier. Oh Mann. In die Arbeit gehen. Ich glaube nicht, dass wir etwas für sie haben. Ich will in die Arbeit gehen. Shit. Unsympathisch. Oh je, oh je, oh je. Jetzt mach's bloß nicht kaputt, ey. Was gibt's hier so? Irgendwas zum glücklich machen? Eine Unterhose? Nee. Mist. Okay, also ab 10 Uhr. Nicht früher, nicht später. Am besten zu früh als zu spät. I know. Was brauche ich denn bei Real Estate? 150 brauche ich. Und ich brauche... Boah, das haben wir alles. Das haben wir alles. Wir brauchen jetzt nur noch das Geld. Jetzt bloß nicht verkacken. Morgen überpünktlich. Ich stehe hier, wenn die mich wollen. Ich bin da. Shit, wie dumm. Die Spritze heißt, dass mir gut geht. Bloß nicht dumm werden jetzt. Und mehr kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht mehr lernen. Okay, ich gehe wieder zurück in die Shelter. Und morgen, Leute,
10 Uhr, ich bin da. Uiuiuiui, 10 Uhr startet die Arbeit. Ich muss um 9 hin, ne? Okay. Also, wir machen jetzt nichts anderes. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du liegst in der Dunkelheit. Es steigt eine bittere Sehnsucht in dir auf, als du von der Person träumst, die du einmal warst. Oh, so sad. Ich habe mich voll gefudert. Jetzt bin ich schon wieder traurig. So, ich warte jetzt hier. Ich bin ein übermotivierter Arbeiter. Ich möchte in die Arbeit gehen. Okay, ich warte hier. Ich bin bereit. Ich weiß nicht, was gestern Nacht mit mir los war. So, lass mich zur Arbeit gehen. Okay, in einer Stunde. Let's go. Ab 9 kann ich. Ich brauche mich nicht waschen. Ich bin okay, so wie ich bin. Hauptverkehrszeit. Ab in die Tür. So. Zur Arbeit gehen. Yay! Bam! Sehr gut. Beenden. Nein, 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 nein. Bloß nicht. Okay, so. Ab in die Shelter. Ab in die Shelter. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich eventuell mein Geld dann schnell so... Bitte raubt mich nicht aus. Bitte raubt mich nicht aus. Bitte raubt mich nicht aus. Ab einer sicheren Schutzung. Du hast... Oh nein. Ah, eine Nacht in sicheren Schutzraum. Du fällst ins Bett und bist innerhalb von wenigen Minuten eingeschlafen. Stunden vergehen. Du hast eine Klinge an der Kehle. Das ist das Erste, was du wahrnimmst, als du aufwachst. Und dann ein Mann mit grimmigen Augen. Er presst seine Hand auf deinen Mund. Hinter ihm siehst du eine Frau. Als die Frau fertig ist, tippt sie den Mann auf die Schulter. Er nimmt langsam die Hand. Oh, ich hasse diese Arschlöcher. Die haben mir alles geklaut, diese dummen... Etwas wurde dir in der Nacht geklaut. Ey, solche blöden Arschlöcher. Ich hasse sowas. Ich habe so einen Hass auf sowas. Kann man so ein Arschloch sein? Wirklich. Ich hoffe, ich wünsche denen alles Schlechte. Alles Schlechte an die. So eine Scheiße. Die mir... Zum Glück habe ich es auf die Bank gebracht, ne? Ich muss echt gucken, dass ich dir sofort das Geld... Ich kann es nicht auf die Bank bringen. Oder schaffe ich das zeitlich? So eine dumme Kacke, echt. Duschen, shit, ja, eigentlich schon. Aber wo? Jetzt komme ich zu spät. Ich kann nicht duschen. Mann! In die Arbeit gehen. Oh, bitte kündige mich nicht, weil ich gestunken habe. Lohn. Ach gut, sie haben nichts gesagt. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Jetzt muss ich halt gucken. Jetzt muss ich wieder in die Kack-Shelter. Aber ich werde bestimmt nicht ein zweites Mal ausgeraubt. Safe nicht. Okay. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du schaffst es. Der Weg... Oh ja, zum Glück. Ich bin motiviert. Das gibt dir zu denken. Dennoch ist es an der Zeit, weiterzugehen. Ja, gutes Mädchen. Der Winter ist gekommen. Scheiße. Okay. Gesunde Items füllen mehr Hunger auf. Freude nimmt nicht so schnell ab. Ja. So, wie lange brauche ich denn, wenn ich lerne? 2 Stunden. Na, ist mir zu bitter. Ich gehe jetzt noch einmal arbeiten und dann gehe ich sofort zur Bank. So. Ich warte hier. Die Spritze bedeutet, dass ich gesund bin. Dass alles gut ist, tatsächlich. Ich warte hier, bis ich endlich in die Arbeit darf. Okay, wir warten. Waschen, ich bin 100% sauber. Was wollt ihr mir sagen? So, jetzt. In die Arbeit gehen. Yes. Yeet. Yeet. So. Das bringe ich jetzt sofort zu meiner Bank. Bank. Schnell. Ja, ich finde es auch voll interessant, das Game, weil immer, wenn du was erreicht hast, merkst du, wie schwer es eigentlich ist und wie schwer es die andere Situation macht, dass ständig die Stadt auch irgendwie gegen mich arbeitet. So, einzahlen. Bam, bam. Bam. Einzahlen. Oh, wir haben es fast. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Yay. So, jetzt nochmal zurück und dann Schutzraum. Stimmt, ich kann eh... Ja, stimmt, ich habe keine Sperrstunde mehr, ne? Die kennen mich ja an meiner Hood. Habe ich noch irgendwie was, was mich glücklich macht? Vielleicht so ein Wasser?
Ist das Wasserflasche? Ja, trinken wir mal. Schönes Wasser. Haben wir uns auch schon lange nicht mehr gegönnt, gell? So, Rest. Jetzt könnt ihr mich ausrauben, zusammenschlagen, mir egal. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Der Schuttraum ist heute Abend ganz schön voll. Nachdem das Licht ausgeschaltet wurde, wälzt du dich unruhig hin und her. Du grübelst über deinen Tag nach und dann ist da noch das konstante Schnarchen und Grunzen und die vielen anderen menschlichen Geräusche. Du starrst eine Weile an die Decke, bevor du dich umdrehst. Deine Augen treffen die eines ruppigen alten Mannes im Bett gegenüber, der immer wieder Schlückchen aus einer kleinen Schnappflasche nimmt. Kannst du nicht schlafen, flüstert er. Willst du was? Ablehnen, auf jeden Fall ablehnen. So. Schüttelst den Kopf und er versucht dabei nicht undankbar zu wirken. Es ist ja lieb gemeint. Er grunzt geringschätzig und leert die Flasche. Wie du willst, dann dreht er sich um. Du liegst stundenlang wach, als draußen die Sonne aufgeht. Oh shit, warum geht's mir auf einmal so schlecht? Oh, Anti-Obdachlosen-Maßnahmen. Die Stadt bemüht sich, Obdachlose aus diesem Gegenden zu vertreiben. Aber ich arbeite doch. Ich bin doch lieb. Ich arbeite doch jetzt. Bitte lass mich, es ist kalt. In die Arbeit gehen. Shit, es ist so kalt. Und so einsam. Lass mich rein, Mann, ich friere. So, ich gebe mal meinen Shit ab. So. Okay. Ein Kaffee wäre nice. So, Hauptverkehrszeit. Waschen brauche ich mich nicht. Das ist nicht wichtig. Das verbraucht, glaube ich, zu viel Zeit. So, jetzt in die Arbeit gehen. In die Arbeit gehen. Let's go. Ich bin so übermotiviert. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Bang. Nach vielen Verwarnungen bezüglich deiner Hygienemotivation hat man dich schließlich gekündigt. Warum? Ey, ist es euer Ernst? Weil ich ein bisschen gestunken habe. Ihr Schweine, echt. Helfen Sie mir. Okay, das heißt, ich gehe jetzt kurz in die Bank. Ist egal, wir haben das Geld. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch einen Job. Und sobald ich den Job habe, kann ich... Oh, warum stinke ich denn so schlimm auf einmal? So, einzahlen. Vielleicht noch ein bisschen weniger. Bam. Ja, wir haben es ganz genau. So, jetzt gehe ich zurück. In meinen Schutzraum. Meine Laune. Oh, hoffe ich kriege überhaupt noch einen Job mit der Laune. Wie kriege ich die jetzt wieder hoch? Oh oh. Geistesabwesenheit. Du hast dich zeitlang nicht fortgebildet. Oh, das ist nicht gut. Warte mal. Da würde ich aber lieber gerne kurz mal hier. Hoffentlich haben die noch offen. Shit, Buch ausleihen. Okay. Vielleicht bringt es ja so ein bisschen was. Da muss ich nämlich aufpassen, sonst verliere ich nämlich wieder mein Level. Das wäre nicht gut. So, kann ich jetzt hier mal mich kurz schauen. Ich muss morgen echt wieder... Ich brauche wieder einen Job. Scheiße, jetzt brauchen wir wieder einen Job. Ich kriege ein Buch, das ist gut. Ein paar Zeitschriften für gute Laune. Eine Nacht im Schutzraum. Niemand stört dich. Ich habe Geld gefunden. Yay, wenigstens so ein bisschen was. Der Winter ist vorbei. Das ist schon mal sehr gut. Du hast dir eine kostenlose Weiterbildung gemacht, wo dein Lernlevel gestiegen ist. Die ersten Lernsessions am Tag ist kürzer und dein Hunger nimmt beim Lernen nicht so schnell ab. Extra Lernpunkte auf die erste Lernsession. Reduziere Bildungsanforderungen für Jobs, aber höheres Risiko für negative Nahe machen das. So, guck mal, dass ich hier mal was lernen kann. Buch zurückgeben, so ist doch nett. Okay, heute ist Sonntag. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich vielleicht ein bisschen was finde, was mich so ein bisschen happy macht. Job ist auch zu. Wir konnten... Ah, wir haben geschlossen. Okay, dann suchen die morgen einen Job für mich. Oh Mann, das ist voll hart. Jetzt haben wir das Geld. Jetzt brauchen wir nur noch einen Job. Okay, ich suche mir mal einen Job. So, es ist hier ein Schirm. Das kaufe ich mir jetzt. Und was ist das? Ein Regenschutz. Ich brauche jetzt erst was zu essen. Ich brauche irgendwas, das mich happy macht. What makes me happy? Real Estate. Haben wir eigentlich alles? Außer Voraussetzung. Ich brauche doch eigentlich gar keinen Job, oder? Status. Ja, ich brauche einen Job. Immobilie. Dann kriege ich eine Immobilie. Mann. Ja.
Eigentlich kann ich ja überall hinlatschen, wo ich will. Ich kann ja am Ende einfach wieder meine Stammshelter zurückfahren von überall. Genug Geld habe ich ja. So. Sieht ja voll fertig aus. Ja, redest du von dir, du Arsch? Na, guck mal, das gibt 77 Cent. Voll gut. Guck mal, was die so Feines hier haben. Das hole ich mir. Was ist das? Ein Kissen. Freude steigt, wenn du Schutzräume nutzt. Ja! I need the Kissen. Ich brauche das Kissen. I need the Kissen. Gib mir Geld. Ich brauche ein Kissen. Schnell. I need a Kissen. Gib mir ein Kissen. Oh, da kommt schon wieder der Polizist. Das wollen wir nicht. Das Kissen wäre super. Kissen. Geld? Hä? Oh, haust dich auf den Kopf. Ja, danke. Geld? Nee, okay, hier kommt wieder Polizist. Mehr Streife und so. Geld? Bitte? Ich brauche ein Kissen. Bitte, ich brauche ein Kissen. Gib mir mein Kissen für mehr Freude. Gitarre bringt aber auch nicht, oder? Ich glaube, Gitarre... Oh ja, ich kann mir das Kissen leisten. Geil, gib mir das Kissen. Yes, leckt mich alle am Arsch. So, jetzt gehe ich zurück. Ab in meinen Schutzraum. Mir ist nass. Ich fühle mich nicht gut. Shit. So, schnell, es regnet. Es ist unangenehm. Ich will nach Hause. Das ist aber nicht meine Shelter, oder? Nee, Wohnsitz festlegen. Gib mir meine Shelter. Ich fahr schnell in meinen Schutzraum. Ach shit, ich brauche einen Dollar. Jetzt habe ich nicht mal mehr Geld. Aber hier bin ich jetzt eigentlich eh gleich. Alles gut. Ich habe ja keinen Stress mehr zurückzukommen. Wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit. So. Oh, jetzt wird es aber unangenehm hier, ne? So, jetzt aber schnell. Mir geht's immer beschissener. Ich brauche gleich was für meine Happiness. So finde ich ja nie einen Job. So, ab in die Shelter und Kissen macht mich glücklich. Bitte, ein weiterer Tag geht zur Neige. Heute Abend ist es leise im Schutzraum. Die Stimmung ist gedämpft, aber irgendwie fühlt es sich so an, als wäre hier noch einiges los gewesen. Genau bevor du reingekommen bist, es liegt ein Argwohn in der Luft. Hey, eine Stimme ganz nah bei dir flüstert dir zu. Du drehst dich um. Du siehst eine junge Frau, die an deinem Bett kniet. Einige der anderen warten nur darauf, dass du einschläfst. Anscheinend hast du ihn vorhin irgendwie aus Pein gepisst oder so. Ich habe Todesangst. Oh shit, mir geht's immer schlechter. Lernen. Okay, mir geht's gut. Ich leih ein Buch aus. Hoffentlich macht mich das ein bisschen happy. Habe ich hier so ein bisschen was wenigstens? Oder hier kommt ja auch gleich noch was. Oh, das ist gerade so ein Pain. Ich habe es fast geschafft und irgendwie auch nicht. Habe ich einen Job? Bewerben. Ich habe keinen bekommen. Jetzt muss ich mich wieder bewerben. Ich brauche nur einen Job. Ich weiß halt nicht, ob Zeitung austragen als Job hier gilt. Aber Gitarre, macht mich das echt happy? Ist es das? Es macht mir halt 12 Freudespunkte, aber eigentlich will ich es nicht tun. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Gitarre. Macht mich Gitarre happy, Leute? Der Hund gibt Happiness. Macht mich das happy? Ich weiß nicht, wie ich einen Hund kriege. Nein, macht mich nicht happy, ne? Gib mir einfach nur so ein bisschen Cash. Also morgen Buch zurückbringen, ganz wichtig. Und dann halt echt gucken, dass man schnell einen Job kriegt. Nix gut. Oh mein Gott. Meine Happiness macht mir Sorgen. Notfalls muss ich rauchen, so dumm sich's anhört. Weil wenn die irgendwann schlecht drauf ist, macht die halt, das Schlimmste, was passieren kann, ist Happiness nach unten. The baddest thing that could happen. Ich habe doch jetzt ein Kissen, warum macht mich das nicht glücklich? Kissen is all you need. All you need is a pillow. Nur der Hund, der auf der Straße an dir vorbeiläuft, muss den Hund antippen.
Aber der ist so schnell. Der slidet immer durch die Gegend. Gib mir Geld, ihr undankbaren Säcke. So. Na, wenn man traurig ist, ist man traurig. Das kann man nicht boosten, ne? Oder schwer. So. Schwierigkeit erhöhe ich einfach nur und verdiene halt langsam was eh wurscht. Ich hätte gern Happiness. Happiness. So, jetzt gehen wir ab in die Shelter. Warte mal. Muss ich mein Kissen auswählen? Vielleicht? Nee, das funktioniert eigentlich von sich aus. So, Rest. 39. Mein Punkt ist einen hoch. Ist ja nichts. Es herrscht heute feindliche Stimmung. Du gehst vorsichtig auf deine Koje zu und kannst nicht anders, als die Blicke der Fremden um dich herum zu spüren. Heute Nacht klammerst du dich fest an deinen Rucksack. Oh Gott, das ist so... ich bin ein bisschen zufriedener, bin ich. Zurückgeben. So, wir gehen jetzt mal zum Job. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Ich habe das Geld. Bitte. Deine Bewerbung war erfolgreich. Ja, Zeitung kaufen. Aber ist es dann jetzt ein Job, der gilt? Ist es ein Job, der gilt oder nicht? Hier, wollen Sie Zeitung? Wollen Sie Zeitung? Wollen Sie eine Zeitung? Das Kissen bringt mir echt ein bisschen Happiness. Aber heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt theoretisch mir einen Job irgendwo, also jetzt eventuell mir hier in Real Estate was kaufen kann? Ja. Jetzt muss ich nur noch die 150 holen, dann hab ich's. Okay. Let's go. Wehe, ich werde ausgeraubt auf dem Weg dahin. Rast dich aus. Gibt's aufs Maul. Okay, let's go. Bam. Bam. Ich hab kein Geld. Bitte kauf die Zeitung. Bitte kauf die Zeitung. Kauf die Zeitung. Kauf die Zeitung. Kauf die Zeitung. Kauf. Gut, gut. Ich brauche zwei. Ich muss zwei Zeitungen verkaufen, weil sonst komme ich nicht mehr zurück. Kauf die Zeitung, Girl. Na gut, yes, danke. So. Jetzt gehen wir zur Bank, holen uns das Geld. Ja, ja, das ist Arbeit. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwie sagen würden, ey, du arbeitest ja am Tag nichts, weil ich das ja nur ein paar Sekunden oder Stunden mache. Deswegen meinte ich ja nicht, dass Zeitung austragen kein Job ist. Aber in dem Game musste ich es nicht abheben. So. Abheben alles. Beim Abheben. So. Okay, so, jetzt mal ganz schnell zum Schutzraum. Und dann will ich mir eine Wohnung holen, unterwegs. Ich habe jetzt so Angst, damit rumzulaufen irgendwie. Das sieht so unrealistisch aus, wenn man da zu viel Geld drauf hat. Ich spreche jetzt mit keinem mehr, lasst mich alle in Ruhe. Ich werde jetzt mir einen Job holen. Guck, ich bin schon viel glücklicher, ich habe jetzt 50, weil ich wieder einen Job habe. So, Real Estate, jetzt habe ich alles. Mieten. Ja, ich habe es geschafft. Sometime later. Oh Gott. Oh, was ist das? Oh, ich hinterlasse mein altes Ich. Dunklen Schatten. Slendermänners Nachbar, ey. We did it. Oh, one has made it to a new life, but so many remain. Complete the game with three characters. Also einer hat es geschafft zu einem neuen Leben, aber so viel bleiben übrig. Ich mache das Spiel noch mit drei weiteren Charakteren, um ein wahres Ende zu bekommen. Ist immer noch Hoffnung. Oh, es ist traurig. Level 6. New items. Seife, Tabletten, Sonnenbrille. Und so weiter. Wow. We did it, my friends.
klicken, um alles zu verlieren. Wir haben jetzt noch neue Charaktere, Neustart mit anderen Leuten, glaube ich. Und zwar haben wir jetzt noch einmal psychische Krankheit. Wir haben Veteran, Sucht und soziale Isolation nicht. Und eine psychische Krankheit ist super schwer und weil du, glaube ich, deine Glücklichkeit je nachdem immer abstinkt. Also es wird jetzt quasi immer schwieriger. Aber Leute, danke für eure Tipps. Die haben mir wirklich sehr, sehr geholfen. Falls ihr wollt, dass wir das Ganze noch mit jemand anderem probieren, probiere ich das auch gerne, sobald ich mehr Zeit habe. Jetzt werden wir aber eher noch ein paar andere Projekte erstmal beenden an Games, die wir schon lange vorhaben. Ich sage wie immer Dankeschön. Man sieht hier in dem Game ganz gut, wie schwer es ist. Es ist furchtbar. Man kann sich es nicht vorstellen. Deswegen ganz viel Liebe an alle, die draußen auf der Straße leben müssen. Und es auch freiwillig tun. Das gibt nämlich auch immer einen Grund, weil nicht jeder hat ein schönes Zuhause und ist gerne freiwillig daheim. Manche wählen tatsächlich lieber die Straße als das Zuhause. Das heißt auch ganz schön viel. Deswegen krasses Game. Bringt einen immer sehr zum Nachdenken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, was auch immer gerade bei euch ist.